Bergmann ist immer noch mit dem Angestellten im Hinterzimmer. Die Geiseln liegen immer noch auf dem Boden. Ich frage mich, warum kommt der nicht raus? Stimmt irgendwas nicht. Wenn der da immer noch drin ist, dann kann der jeden Moment durchdrehen. Reingehen? Zu gefährlich, oder? Na, ich gehe nicht davon aus, dass der Sprengsatz einen Zeitzünder hat. Also entweder der Typ zündet selbst drin von der Bank aus oder die benutzen Fernzünder. Also wir gehen von Komplizen aus. Ja, aber wir wissen nicht, wer die sind. Also können wir so die Bombe nicht entschärfen. Wir können ja eigentlich nur warten, bis er rauskommt. Dann können wir ihn fixieren und dann direkt am Körper entschärfen. Aber es ist natürlich mit hohem Risiko verbunden. Da kommt jemand! Kommen Sie, kommen Sie! Alles okay mit Ihnen? Sind Sie in Ordnung? Die restlichen Geiseln kommen! Bringen Sie in Sicherheit! Hier rüber! Kommen Sie hier, hier rüber! Kommen Sie hier rüber! Bringen Sie weg! Wo ist der Täter? Keine Ahnung, der ist vor mir zur Hintertüre raus und ich musste warten. Er kennt sich doch aus. Der kennt sich aus, was soll das heißen? Er hat doch mal bei uns gearbeitet. Mein Gott, wir waren jahrelang Kollegen, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Bergmann hat hier gearbeitet? Ach, ich glaube aber nicht, dass Sebastian das alleine gemacht hat. Der war extrem nervös. Der hat Anweisungen hingekriegt, da bin ich mir ganz sicher. Der hat immer gesagt, sonst wird der Sprengsatz gezündet. Gerade so, als wenn er es nicht selbst in der Hand hätte. Wo ist Bergmann jetzt? Keine Ahnung, wir sind hinter in meinem Büro. Er ist gleich wieder raus. Ich dachte doch, er ist doch schon längst mit dem Fluchtwagen weg. Wir mussten noch 20 Minuten warten. Er hat uns auch immer gedroht, dass uns die Bombe explodiert. Da stand die äußere Absperrung noch gar nicht. Der hat uns gelingt. Wir gehen da jetzt rein. Leute, wir gehen rein. Das ist eine Attrappe. Bergmann muss geflüchtet sein, bevor wir überhaupt eine Chance hatten, die Bank zu umstellen. Klar, da ist ja auch genug Zeit. Mann, wie frech, echt. Bedroht er mit seiner Attrappe alle möglichen Leute. Und man steht dann seelenruhig mit der ganzen Beute zum Hintereingang raus. Die Attrappe hat auf jeden Fall eingeschlagen wie eine Bombe. Dass so ein Amateur uns mit sowas verarschen kann, das ärgert mich am meisten. Ja, aber Michael, ihr musstet doch davon ausgehen, dass das eine echte Bombe ist. Ihr konntet nicht 5 Menschenleben und euer eigenes riskieren. Und? Was sagt Bergmann Junior? Der kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass sein Vater so ein Ding durchzieht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, er wurde entführt und zur Tat gezwungen. Ja, dann wahrscheinlich von 2 Tätern, wegen der Schuhsohlenabdrücke. Die haben sich Bergmann ausgesucht, weil er sich in der Bank auskennt. Mit der Theorie, aber was ist, wenn das doch war? Vielleicht hat er mit der Bank noch eine alte Rechnung offen gehabt oder er brauchte einfach nur Geld. Ich meine, an der Terrassentür waren nur Fingerabdrücke von Vater und Sohn. Ja, ist doch klar, weil die Täter Handschuhe getragen haben. Ich muss mir jetzt erstmal erkundigen, wieso er überhaupt aus der Bank ausgeschieden ist, was da dahinter steckt. Und sein privates Umfeld. Das will ich auch noch mal scannen. Witzke 11? Ja?
Bergmann. Okay. Alles klar, danke für die Info, ciao. Eine Streife hat Bergmann an einer Straße gefunden. Er war gefesselt, er hat Verletzungen und wird jetzt erstmal zum Arzt gebracht. Ich saß gerade vor dem Fernseher, als ich ein Geräusch an der Terrassentür gehört habe. Ich bin dann hin. Und in dem Moment fliegt die Tür auch schon auf und zwei Männer mit solchen Sturmmasken stürmen auf mich zu. Einer packt mich und schlägt mir ins Gesicht und dann hat man mich zu einem Auto verschleppt und in den Kofferraum gesteckt. Und weiter? Die haben nicht mit mir geredet. Das war schlimm. Die haben mir nur Anweisungen gegeben. Auf Zetteln. Die haben kein Wort zu ihm gesagt? Ja. Kann man sie über die Stimmen schon mal nicht bekommen. Ich wusste doch nie, wo ich bin. Ich hatte die ganze Zeit die Augen verbunden und lag im Kofferraum. Auch später, als man mich versteckt hat. Das war ein leerer, dunkler Keller. Da gab's nichts, was irgendwie auffällig war. Gut, also Sie haben uns jetzt gesagt, was Sie nicht gesehen und nicht gehört haben. Aber was haben Sie denn mitbekommen? Haben Sie zum Beispiel die Statur der Männer gesehen? Hände, Haare, irgendwas? Nein! Die Männer waren maskiert die ganze Zeit. Sie hatten Handschuhe. Durchschnittlich groß. Aber sie hatten einen Plan von der Bank. Sie wollten wissen, wo der Tresorraum ist, wo die Überwachungskameras sind, wo der Notausgang ist. Und dann haben sie mir eine Pistole an die Schläfe gesetzt und gesagt, ich soll mir vorstellen, ich wäre mein Sohn. Und mir vorstellen, wie die Waffe abgefeuert wird. Sie würden meinen Sohn nämlich umbringen, wenn ich nicht tue, was sie sagen. Was soll ich denn machen? Und wie sind Sie denn unbemerkt aus der Bank gekommen? Ich sollte einen Fluchtwagen zur Ablenkung kommen lassen. Und dann so schnell wie möglich hinten aus der Bank raus, sonst würde die Bombe hochgehen. Die Bombe, die an der Treppe war. Aber das konnte ich doch nicht wissen, ich dachte... Ja, das haben wir auch gedacht. Weiter. Dann sollte ich den Geiseln sagen, dass sie sich nicht rühren sollten, bevor 20 Minuten rum sind. Denn sonst würde die Bank in die Luft fliegen. Dann sollte ich mit dem Filialleiter nach hinten ins Büro das restliche Geld holen. Dann hinten durch den Notausgang raus. Da haben mich die maskierten Männer abgefangen, mir die Tasche mit dem Geld abgenommen und mich wieder in den Kofferraum gesteckt. Ja, das haben wir uns schon so gedacht. Die haben einfach die Zeit genutzt, die wir für die Absperrung gebraucht haben. Das hat ja auch lange genug gedauert. Das Seil, mit dem Bergmann gefesselt wurde, war ein ganz normales Sisalseil aus dem Baumarkt. Die Kollegen haben Hautpartikel daran gefunden und machen gerade einen DNA-Abgleich. Was ist mit der Sprengstoffattrappe? Die Teile stammen auch aus dem Baumarkt und werden auch auf Spuren untersucht. Also haben wir nicht viel. Naja, zumindest können wir davon ausgehen, dass Bergmann die beiden Täter kennt. Die haben nur über Zettel miteinander kommuniziert, die haben nicht miteinander gesprochen. Damit er die Stimmen nicht erkennt. So, Heizung und Warmwasser funktionieren wieder. Na prima. In unserem Fall kommen wir nicht weiter, aber Herr Ritter kann sich wieder hübsch machen. Was auch wichtig ist. Rizka 11? Ja. Aha. Alles klar. Ja, ich danke euch. Ciao. Das waren die Kollegen vom Labor. Die Hautpartikel an dem Seil stammen von zwei Personen. Einmal vom Opfer und dann von einer weiteren männlichen Person. Die DNA ist nicht in unserer Datenbank. Aber die Kollegen meinten, dass diese weitere männliche Person mit Herrn Bergmann verwandt sein muss. Und zwar ersten Grades. Der Sohn? Ja. Der Sohn seinen Vater entführt und deswegen auch nicht mit ihm gesprochen. Tja, wir sollten uns Bergmann Junior mal ordentlich zur Brust nehmen. Und, haben Sie schon eine Spur von den Tätern? Wir müssen mit Ihrem Sohn sprechen. Leider konnten wir ihn telefonisch nicht erreichen. Der ist nicht da. Wissen Sie, wo er ist? Der wollte zu irgendeinem Freund. Wann war das? Vor 2 Stunden. Ist er mit dem Auto unterwegs? Ja. Geht immer noch nicht ran. Wir müssen auf die Handyautomaten. Warum? Was wollen Sie von meinem Sohn?
Wir gehen davon aus, dass Ihr Sohn einer der beiden Täter ist. Ach, das ist doch absurd. Mein Sohn. Der würde mir doch nie was antun. Ach, und wieso hat man dann seine DNA-Spuren auf dem Seil gefunden, mit dem Sie gefesselt wurden? Vielleicht haben die Täter ja das Seil aus unserem Schuppen. Dann hat mein Sohn das natürlich angefasst. Der Junge hat mit der ganzen Sache nichts zu tun, ganz sicher. Okay. Und Sie wissen wirklich nicht, wo er steckt? Nein, ich weiß nicht, wo er steckt. Und er würde mich auch nie entführen. Tja, das werden wir noch sehen. Alex. Ja, warte. Wir haben das Handy. Es wäre ganz gut, wenn Sie uns begleiten, aber bitte tun Sie mir einen Gefallen. Und nehmen Sie keinen Kontakt zu Ihrem Sohn auf. Herr Bergmann, nun kommen Sie schon. Wo ist Ihr Sohn? Seinen Wagen haben wir hier doch schon entdeckt. Das Handy wurde hier geortet, aber Mann, hier gibt es tausend von diesen Hütten, keine Ahnung in welcher. Alex, ich melde mich wieder. Wir suchen weiter, ja? Ciao. Was ist los? Die Hütte auf der linken Seite. Da hat sich die Göttin bewegt. Links? Ja. Ist das Ihre Hütte da? Mann. Kein Box, ja. Die Hände was in den Kopf rauskommen! Komm, komm, Freund, komm, raus da, raus! Ich hab dir gesagt, du sollst rauskommen, komm! Ich kann es erklären! Hier an die Wand, ich kann es erklären! Komm, komm, komm! Ja. Mein Vater und ich wurden dazu gezwungen, okay? Ja, sicher. Meine Junge, Quatsch, kein Mist. Hier sind alle Beweise, die wir brauchen. Außerdem hast du einen Fehler gemacht. Du hast an dem Seil, mit dem mein Vater gefesselt wurde, deine DNA hinterlassen. Es tut mir leid. Ich wollte es meinem Vater nicht antun. David! Wer ist dein Komplize? Ich habe keinen Komplizen. David, es ist vorbei. Es ist anders, als Sie denken. Waren Sie das beide also zusammen, ja? Was soll ich denn machen? Ich habe Schulden. Ich habe die Therapie von meiner verstorbenen Frau privat bezahlt. Dann habe ich den Job bei der Bank verloren. Und dann mir den Boden unter den Füßen weggezogen.